Hallo zusammen, es freut mich, dass ihr so zahlreich hier alle begegnet. Ich bin der Urs und das ist Luzi und wir werden euch Swiss Leaks vorstellen. Das ist eine Plattform für Whistleblower. Vielleicht zu mir, ich arbeite bei Campax. Das ist eine relativ neue Kampagnenorganisation. Und so unser Ziel ist eigentlich, die Schweiz progressiver zu machen. Also wir machen Kampagnen zu sozialen Themen, zu Umweltthemen. Wir haben zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt ist auch, dass wir möchten Menschen ermächtigen, selber Sachen anzunehmen und die Schweiz vorwärts bringen. Also wir haben zum Beispiel auch eine Petitionsplattform, wo man eine Kampagne starten kann, wo wir die Leute unterstützen. Und vielleicht wieso macht Campax eine Whistleblowing-Plattform machen? Vielleicht wisst ihr das, die Schweiz ist eigentlich eines von den Ländern, wo der schlechteste Schutz für Whistleblower hat. Also gerade so im angelsächsischen Raum sind die Gesetze viel besser, um auch die Leute zu schützen. Weil gerade wenn man heikle Themen an die Öffentlichkeit bringt, ist das mit eigentlich recht grossen persönlichen Risiken verbunden. Also Verlust vom Arbeitsplatz, vom sozialen Umfeld. Und gleichzeitig sind auch wir, die Missstände, die aufgedeckt werden durch Whistleblower, oftmals also wirklich essentiell auch für das Fortkommen unserer Gesellschaft. Weil, wenn niemand traut, anzustehen und sagen, das läuft falsch, dann verharrt man halt vom Status quo. Und gerade der Punkt mit dem Anstand, das ist halt so eine Sache, wo eben das Interessante ist an der anonymen Whistleblowing-Plattform. Weil eigentlich gerade die persönlichen Risiken, die dann viele Leute davon abschrecken, Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen oder vielleicht im ersten Schritt auch beim Arbeitgeber oder an die verschiedenen Stellen, wo man könnte angehen. Und das andere sind wirklich auch rechtliche Aspekte. Also, ihr wisst vielleicht so, gerade für Medien gibt es so einen Quellenschutz, dass Informanten, dass man dort nicht muss, die Identität beißen muss. Wobei es auch dort gibt es einen recht grossen Ausnahmekatalog, bei was für Delikte, wo es aufgedeckt werden sollte, wo der Quellenschutz gleich nicht zählt. Und wenn man eben so eine Plattform hat, wo Leute anonym Informationen preisgeben, dann fällt das wie weg. Also wenn es anonym bleibt, dann weiss man schlichtweg nicht, wer ist überhaupt die Quelle. Was vielleicht auch aussieht, also gerade so die grösseren Unternehmen in der Schweiz, der Großteil von denen, die haben wie interne Whistleblowing-Meldestellen. Wobei es eben dort meistens eben nicht anonym ist. Also das ist dann wie vom Arbeitgeber eine Stelle, wo man sich anwenden kann und Missstände erzählen kann. Ja. Hast du noch einen Vorschlagsbriefkasten oder so, wo man das lernen kann? Also, meinst du jetzt bei der internen Stelle? Ja. Ich überlege jetzt nur, dass bei unserer Firma, ja, wir das überhaupt haben. Ja. Also, ich glaube, das ist recht unterschiedlich, auch je nach Firma. Es gibt vielleicht schon auch so eine Briefkastenlösung, aber ich glaube, immer mehr Leute haben schon auch wirklich auch IT-Lösungen. Ja, natürlich, aber E-Mail ist ein bisschen anders. Genau. Ja. Also jetzt für den Durchschnittsbenutzer. Klar, ich habe es auf meine innere Möglichkeit, aber dann übergreifend. Wenn ich jetzt denke, bei uns wäre das eventuell das HR, das
Personalabteilung. Wenn da irgendein Mail kommt mit einem komischen Absender, dann glaubst du, das wäre ein Tschüss. Genau. Ja. Und eben auch die Vertrauenssache. Also, der Missstand ist in der Firma und je nachdem, was es ist, also wenn es wirklich um den Kern des Geschäfts geht, dann weiss man eigentlich, dass die Firma sehr auch gar nicht Interesse hat, etwas zu ändern. Ja, ja. Was es auch gibt, ist zum Beispiel von der eidgenössischen Finanzkontrolle, ist dann einfach für Bundesgeschäfte, gibt es eine anonyme Plattform, wobei man dort sich halt fragen, wie sicher ist die. Also die ist schon SSL geschützt, aber also unsere Lösung, die wir nachher präsentieren, ist sicher noch sicherer als die. Dann gibt es zum Beispiel auch von Beobachter eine Whistleblowing-Plattform. Und der Beobachter macht ja auch viel den Bericht, wo sie so den Sachen aufdecken. Aber gerade die Motivation für Campax ist, so eine Plattform bereitzustellen. Nicht nur, dass es dann mal ein Skandal irgendwo in den Medien aufpoppt und ja, es ist dann eine Woche, zwei, reden wir darüber und dann wird es wieder totgeschwiegen. Sondern wir haben auch die Kapazitäten und auch den Willen, an diesen Missständen zu arbeiten, also dass sich auch wirklich etwas ändert. Also nicht nur, dass der Status quo dann wieder hergestellt wird, sondern dass man auch an den Strukturen arbeiten und ja, die Schweiz besser zu machen. Dann, ich habe noch beim Titel von der Veranstaltung gelesen, dass auch ethische Aspekte wichtig sind. Und, also ich finde es vor allem auch, wie so eine Plattform braucht die Schweiz, das ist wie eine moralische Notwendigkeit, weil also gerade für Leute, die sonst wirklich den Kopf anheben für Sachen, die sie aus gutem Willen dann an die Öffentlichkeit bringen, wo dann auch die ganze Existenzgrundlage verlieren zum Teil. Für das ist die Plattform nicht da. Dann übergebe ich jetzt Lutzen. Ja, dann begrüße ich euch auch ganz herzlich. Ich bin Luzi Stadler. Wir haben vor kurzem den Chaos Computer Club Südostschweiz gegründet. Wir haben die Platte zusammen mit Campax angekündigt, was dann ein bisschen dazu geführt hat, dass wir ein bisschen schwere Rehe hatten auf Watson. Das haben dann wahrscheinlich der eine oder andere mitgenommen. Von meiner Seite und auch von der Seite des Chaos Südostschweiz, die wir gegründet haben, haben sie gesagt, ich soll mich hier nochmal entschuldigen. Dafür, dass wir da ein bisschen vorgeprescht sind, einfach das an dieser Stelle. Jetzt sind wir aber da, ich erzähle ein bisschen, wie der Stand ist vom aktuellen Swiss League, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Wir haben uns entschieden, dass das Swiss League Projekt lanciert wird unter dem Namen wahrscheinlich von der Campax oder unter einem eigenen Verein, der dafür gegründet wird. Eben, wir haben das gesagt, wir nehmen das raus, wir machen das unabhängig davon, über Chaos oder durch die Schweiz, tun wir das unabhängig davon lancieren. Eben, ich bin Luzi Stadler, ich habe hier ein Bild genommen, dass man sieht, dass ich seriös bin. Informatiker, stellvertretender Chefexperte für Informatikprüfe im Kanton Graubünden. Präsident des Chaos Computer Club Südostschweiz, den wir kurz gegründet haben und in der Hoffnung, dass wir dann nachher an der GV dann das Aufnahmebewilligung auch kriegen von uns. In meinem Vortrag geht es darum, zuerst möchte ich mal Geschichten von Adam Quadroni, die wir so als Case gemeint in unserer Medienmitteilung erzählen. Ihr habt vielleicht das mitbekommen vom Baukartellskandal bei uns im Kanton Graubünden. Analog dazu würde ich auch die Geschichte mit dem Rudolf Elmer, oder, den wir getroffen haben, auch im Rahmen dieses Projekts, oder er, der grosse Whistleblower, der das Bankgeheimnis von der Schweiz eigentlich sozusagen gestürzt hat. Er unterstützt das Projekt auch, übrigens. Dann ein bisschen Übersicht von den Akteuren, Bedrohung, Netzwerk und so weiter. Der Vortrag ist auch ein bisschen für Laien gemacht, also nicht, dass ich Laien wäre, einfach weil ich den auch noch an einem anderen Ort mal gehalten habe.
Also eine der Grundvoraussetzungen oder Intuitionen, die wir hatten, um das Projekt jetzt schon zu lancieren, die Idee war ja schon vorher da, haben wir auch aufgrund dieser Geschichte von Adam Quadroni gehabt. Er ist Whistleblower, er hat den Baukartellskandal im Kanton Graubünden aufgedeckt und ich zeige euch jetzt mal kurz, wie die Geschichte von ihm abgelaufen ist. Also was so ein Whistleblower kann, müssen durchmachen. Also er hat im Jahr 1998 bis 2004 hat er selber an 10 Kartellsitzungen teilgenommen, hat während dieser Zeit probiert, Politiker ein bisschen durch die Blumen aufmerksam machen, hey, da läuft etwas nicht gut. Die haben aber nie reagiert, weil die haben kein Interesse gehabt, die eigenen Kumpane ein bisschen anzuschwärzen. Im 2006, also schon fast 8 Jahre nachdem die erste Sitzung stattgefunden hat, hat er nach einer längeren Pause wieder zweimal an solchen Sitzungen teilgenommen. Im 2009 hat er dann Beweisdokument am Tiefbauamt Graubünden geliefert, ist dort vorbeigegangen, hat gezeigt, schau, da werden Preisabsprachen abgemacht. Die haben nichts unternommen, weil sie gesagt haben, diese Daten seien verjährt. Dann ist er mit diesem Dokument weitergegangen, ist zum Kapo, Gemeindepräsident von Skol gegangen und hat das dem gezeigt. Und er hat wiederum auch gesagt, ja, sorry, wir können nichts machen. Erst im Jahr 2012, seine Firma ist dann unterzwischen ein bisschen wirtschaftliche Probleme bekommen, hat er einen Unternehmensberater zur Seite gezogen aus Luzern und der hat dann, als er die Unterlagen gesehen hat, hat er gewusst, okay, ich wende mich an die WEKO. Die WEKO, die Wettbewerbskommission, hat dann die Unterlagen, also hat dann angefangen, Durchsuchungen machen in diesen Betrieben, weil sie aufgrund von diesen Unterlagen, die er bekommen hat, gemerkt haben, hey, da ist irgendetwas vor. Sie hat dann 13 Firmen im Unterengadin untersucht und sind dann darauf gekommen, dass dort mehr sein muss. Das ist nicht nur im Unterengadin, in dieser kleinen, abgeschotteten Region ein Problem, sondern das muss im ganzen Kanton ein Problem sein. Sie haben dann im April 2013 das Verfahren auf den ganzen Kanton Graubünden ausgedehnt. Jetzt eigentlich aktuell, im Juni 2017, ist dann der Quadroni, weil er angeschwärzt wurde ist von verschiedenen Seiten, aber er ist selber eine streitbare Person, er hat nicht immer nur gut gehabt mit allen, er hat auch mal ein paar Rechnungen nicht gezahlt und so weiter. Also man hat eine gute Grundlage gehabt, um ihn ein bisschen schlecht zu machen in der Öffentlichkeit. Aufgrund von dem ist er dann verhaftet worden von einer Bündner Spezialeinheit mit Tränengas und mit gezückten Waffen und vermummt. Haben sie ihn verhaftet, er hat dann auch eine Kappe anhaben und ist, hat nicht gewusst, wo er hinkommt und hingeführt wird und ist dann in die psychiatrische Klinik eingeliefert worden. Dort haben sie aber nichts feststellen, dass er selbst oder fremdgefährdet war und ist dann wieder entlassen worden. Also das ist auch ein bisschen auf Druck von der Öffentlichkeit passiert, dass er so verhaftet worden ist. Er ist dann im 2018 ein bisschen rehabilitiert worden. Es hat ja dann eine Person für ihn so ein Crowdfunding gemacht, weil er hat ja eigentlich alles verloren, seine Familie, seine Firma hat es nicht mehr gegeben am Schluss von diesem Fall. Dann hat jemand Mitleid mit ihm gehabt und hat für ihn 262'000 Franken können in der zusammensammeln. Also da auf der rechten Seite sieht man nochmal so ein bisschen das Ausmaß von dem Kartellskandal, den er aufgedeckt hat. Also wir sind insgesamt 40 Bauunternehmen untersucht worden. Insgesamt sind 10 Untersuchungen am Laufen, wobei 2 abgeschlossen sind. Im Juli 2017 haben sie einen Fall im Münstertal abgeschlossen. Dort haben sie hunderte so illegale Preisabsprachen können aufdecken, die noch nicht verjährt waren. Eigentlich wären es viel mehr gewesen, aber ein Teil von denen sind schon verjährt gewesen. Jetzt im April, das ist eigentlich der, wo es dann wirklich der, wo es dann rausgekommen ist, wo dann der grosse Medienhype ausgelöst hat, ist der wo sie im Unterengadin die 7,5 Millionen Bussen verteilt haben. Jetzt aktuell sind 8 Verfahren noch am Laufen. Also sind noch 8 Fälle von der WEKO immer noch am Laufen. Also es ist noch anzunehmen, dass noch mehr Bussen gesprochen werden. Also es ist sicher, dass die noch kommen. Eben, das ist einfach so ein bisschen. Was passiert mit einem Whistleblower in der Öffentlichkeit? Also sobald bekannt wird, dass jemand irgendwie da etwas redet, gibt es Leute, die fangen ihn an ausgrenzen, anfeinden, eben wird angeprangert. Er hat auch, jetzt im Fall von Quadroni hat das alles stattgefunden, er hat auch Drohanrufe bekommen. Also es ist an seine Baustellen sind so Flugblätter geheftet worden, die ihn schlecht gemacht haben, die ihn bei seinen Arbeitern und so weiter schlecht gemacht haben.
Es ist ihm aufgelauert worden. Eben, es gibt eine psychische, aber das hat bei ihm nicht falsch stattgefunden. Es wäre dann das Extrem, dass auch eine physische Gewaltanwendung der würde, also dass man ja, einen Schlägertrupp oder so irgendwie würde aufhören. Egal, auch ein bisschen, was er für eine Person ist, ein Whistleblower kommt in die Öffentlichkeit. Und sobald er in den Medien zum Fraß vorgeworfen wird, wird halt alle Dreck aufgewühlt. Und da sieht man beim Quadroni, da gibt es sehr viel, hat sehr viele kontroverse Berichte gegeben. Die einen haben gefunden, es ist gut, was er macht, die anderen gefunden weniger. Und zwar, er ist einfach eine Person von der Öffentlichkeit geworden, durch das, dass er das gemacht hat. Und dort ist eigentlich das, was wir mit Swissleaks eigentlich finden, dort können wir den Whistleblower wirklich helfen. In dem, dass wir die Quellen können anonym halten, wir reden nachher noch ein bisschen darüber, was heisst anonym überhaupt genau. Also er kann die anonym einreichen und er bestimmt selber, ob er uns seine Identität bekannt geben will. Zu welchem Zeitpunkt und ob er überhaupt will. Dann statt dass er den Spießrouten laufen und machen, dass der Whistleblower zuerst irgendwie an eine kantonale Stelle geratet, die nichts macht, dass er nachher nochmal auf die Gemeinde geht, die auch nichts macht. Das können wir auch verhindern, indem wir die Informationen annehmen. Fachleute schauen das durch und entscheiden dann, wo müssen wir das hinreichen. Eine Fachperson hätte gerade erkannt, hey, das ist ein Fall für die Wettbewerbskommission. Da müssen wir nicht irgendwie auf den Kanton oder dort hingehen. Also wir können ihn zeitweise, jetzt im Fall von Quadroni ist klar, er ist Teil von dem Kartell, er wäre irgendwann rausgekommen. Also ja, er hätte sich nicht gänzlich anonym gehalten, aber er wäre sicher von der Presse viel besser geschützt gewesen. Weil er dann nicht das eingereicht hat, sondern wir hätten das für ihn gemacht. Die WEKO hätte ihn auch schützen oder als Quelle. Er hätte einen viel besseren Schutz gehabt. Und dort, in diesem Umfeld, sagen wir, können wir eine grosse Verbesserung für die Whistleblower erreichen. Eben da ist auch noch der Unterschied zwischen anonym und geheim. Und ich glaube, das ist noch relativ wichtig, dass man da ein bisschen dann auch weiss, von was redet man, was ist überhaupt das, was wir bieten können. Also eine anonyme Quelle, das ist eine Person, die unbekannt ist uns als Swissleaks. Wir wissen nicht, wer die Person ist. Und sobald die Quelle sich uns bekannt gibt, wird sie zu einer geheimen Quelle und wir wissen, wer sie ist. Und wir sind dann verpflichtet, die Quelle zu schützen. Also, oder fühlen uns verpflichtet, sie zu schützen. Eben. Swissleaks-Plattform, das hat vielleicht ein oder andere gelesen, das basiert auf einem GlobalX Open-Source-Produkt, das angeboten wird für, in vielen Ländern auch eingesetzt wird, für so Whistleblowing-Plattformen, für Medien, wo man, ja, eigentlich ist es so gemacht, dass man es mega easy und jeder, sie schreiben es auch auf der Plattform, es sollte eigentlich auch fast schon ein Laien können das installieren und betreiben. Das ist GlobalX. GlobalX, also einfach hier kurz die verschiedenen Akteure, die wir haben. Wir haben den Whistleblower, wir haben den Swissleaks Server, noch immer, der steht, wo dann die Daten drauf sind. Wir haben den Receiver, der die Daten analysiert, durchkämmt, schaut, was machen wir damit. Und wir haben den Administrator, der den Server bedient. Und eben das befindet sich irgendwo im Weiten des Internets. Ich gucke da schnell drüber und gehe da gerade über die einzelnen Akteure rein. Also, wenn wir schauen, wir haben die verschiedenen, die verschiedenen Akteure und haben auch verschiedene Bedrohungsszenarien. Also wir haben irgendwie, sagen wir mal, staatliche Bedrohung oder von Behörden, die irgendein Interesse haben, schauen, hey, was werden da für Daten und so eingereicht. Also wenn wir reden wir von irgendwelchen Trojanern, die wir einfangen auf unserem System. Wir haben in der Mitte Angriff, oder? Dass ein Backdoor irgendwo auf unserem Server haben wollen, DDoS-Angriff und so weiter und weitere so bekannte Bedrohungsszenarien, die euch sicher auch bekannt sind, was es da alles gibt, die Möglichkeiten. Ich denke, für uns, in unserem Fall, ist eigentlich das grösste Bedrohungsszenario, also wir haben die technischen Bedrohungsszenarien, dass jemand, der Staat uns überwachen will, dass sie schauen, hey, was geht da für Informationen darüber. Die anderen Geschichten, DDoS-Attacken, ja. Das ist jetzt bei uns nicht so, weil wir veröffentlichen die Dokumente nicht auf unserer Webseite, wie es jetzt zum Beispiel auf Wikileaks ist, oder, wo ja die Daten nachher dort drauf sind. Dort wäre das Interesse daran, dass der Service nicht läuft. Oder? Bei uns werden die aber dann nicht einfach in die Öffentlichkeit rausgeschossen, sondern sie werden dann gezielt eigentlich an der entsprechenden Stelle weitergegeben.
eben, wir haben auch immer das Risiko von so einem Zero Day, oder, wo wir nicht wissen. Die Global Leagues läuft auf einem Ubuntu 16.04, oder? Und theoretisch möglich immer ein Risiko. Genau. Der Swiss League Server selber ist nur erreichbar für den Administrator per SSH und über das Tor-Netzwerk. Und verschickt verschlüsselte E-Mails raus an die Receiver, die dann wiederum auf den Swiss League Server gehen und die Daten abholen. Also wir haben den Swiss League Server, so ein bisschen die Bedrohungslage von dem ist, denke ich, da, aber nicht extrem gross, weil er ist mit Abstand am besten geschützte Akteur in dem ganzen, von all diesen Akteuren. Weil er wird durch einen Administrator betreut, er hat viele so Sicherheitsfunktionen drin und vor allem, was ihn dazu macht, dass er nicht so attraktiv ist, auf diesem Server werden die Daten verschlüsselt gelagert und nach, kann man konfigurieren, maximal 90 Tage sind alle Daten gelöscht. Also wir sammeln auf diesem Server nicht irgendeinen Honeypot an, wo man dann muss sagen, nach einem Jahr sind dort wahnsinnig viele Dokumente drauf, sondern die müssen innerhalb von einer bestimmten Zeit, die man definieren kann, abgeholt werden wieder durch die Receiver. Und nachher sind die nicht mehr auf diesem Server drauf. Der wird auch, also Global Leagues ist jetzt gerade im 2018 wieder ein Sicherheitsaudit passiert, oder, wo schaut, also das System wird gewartet und wird von verschiedensten Seiten geprüft, dass das sicher ist. Dann haben wir den Whistleblower selber, oder? Das wäre ja in der Regel eigentlich das attraktive Ziel zum Überwachen, weil es ist ein Computerlaie, er hat also er ist unvorsichtig, er hat keine Ahnung von Datenverschlüsselung, er leitet Daten und so, also unbegrenzt ab. Aber er ist in der Regel, außer er hat sich selbst dumm verhalten, eigentlich unbekannt gegen aussen. Bevor er etwas veröffentlicht hat, kennt man es eigentlich ihn noch nicht. In der Regel. Dann haben wir den Receiver und das sind unsere Volunteers. Also Grandpax hat verschiedene Volunteers gesammelt. Es sind jetzt 20 Leute, also Anwälte, über Informatiker, über DJs, also wirklich eine gesamte Bandbreite an Leuten, die bereit sind, dort die Daten zu sichten und mitzumachen an diesem Ding. Und das sind die Leute, die wir jetzt auch ein bisschen die Verpflichtung haben, das ist im Grunde genommen haben die höchste Bedrohungslage. Weil das sind Leute wie eben ein DJ, der keine Ahnung hat, wie man sich sicher verhalten im Internet. Und die müssen wir als Swiss League auch briefen und dazu bringen, dass sie auch gewisse Sicherheitsstandards einhalten. Weil wenn die uns nachher die Daten einfach unverschlüsselt umeinander schicken oder freigeben oder irgendwie mit einem Kollegen noch besprechen, dann haben wir, dort müssen wir schauen für die Sicherheit dieser Person. Und auch die Sicherheit der Whistleblower. Das ist so ein bisschen der Ding. Der Administrator selber, eben, der sollte ja in der Regel eigentlich ein bisschen geübt sein. Da, mit dem Zugriff auf das System, der ist jetzt in unserem Fall wahrscheinlich auch bekannt. Oder? Weil wir haben ja noch eine Pressemitteilung rausgeschickt, gerade als Computerclub in Ostschweiz und so, was ja jetzt gleich nicht macht. Und Campax, möglicherweise wissen die, wer der Administrator von diesem System ist. Tor-Netzwerk ist euch sicher bekannt, oder? Ihr wisst, Tor-Netzwerk probieren wir die Leute zu einer Sicherheit zu zwingen. Also die Whistleblower zwingen wir dazu, dass wir ihre Identität nicht herausfinden können. Uns könnte es ja im Prinzip gleich sein, wenn sie per SSL auf unseren Server kommen, aber wir wollen ihre IP-Adresse nicht. Also wir wollen nicht wissen, wer es ist. Also so schützen wir zwingen eigentlich den Whistleblower dazu, einen gewissen Sicherheitsstandard einzusetzen. Muss ich da glaube nicht im Detail darauf eingehen, wie das Tor-Netzwerk funktioniert. Wir haben aber auch im Tor-Netzwerk natürlich gewisse Risiken, oder? Das muss man dann auch immer wieder bewusst sein. Eben da mit diesen bösartigen Exit-Notes, oder, die dann mitlesen von den Daten. Dort sind wir halt auch ein bisschen gefordert von Seiten von Swiss Leagues, dann, dass man die Leute briefen auf dieser Webseite, hey, was sind gewisse Risiken, was gibt es für Risiken, was müssen wir einhalten für Sicherheitsstandards. Jetzt eben zum grossen Thema Anonymität und ich nehme jetzt nicht an, dass da irgendjemand von einer Presse da ist und etwas schreiben über das Ding. Dann, weil ich glaube, wir lassen jetzt hier auch ein bisschen die Hosen runter, oder? Dass wir auch nicht unbedingt gegen aussen sagen müssen, wie das genau ausgeht. Also, es ist klar, wir haben
das Global X-System, oder? Das ist ein Open-Source-Produkt, oder? Jeder kann das auf Schwachstellen überprüfen, das wird auch gemacht. Die Plattform erzwingt auch Abläufe, eben mit dem Tor-Netzwerk zum Beispiel für den Whistleblower. Es erzwingt Sicherheitsstandards, die eingehalten werden müssen. Das wird von dieser Plattform schon vorausgesetzt, oder? Und eben, es gibt regelmässige so Sicherheitsaudits. Also Global X kann man sagen, nach dem heutigen Stand des Wissens kann man das als sicheres System bezeichnen. Der Whistleblower selber hat aber auch Risiken, oder, die wir nicht verhindern können. Also wo wir ihn eigentlich mit Briefen dazu oder wo er vorgängig sich darüber informieren muss, was sind seine Risiken? Weil die können wir als Plattform ihn nicht schützen. Also eins ist da soziale Risiken, also wenn er anfängt Daten zusammensammeln und das dann den Kollegen erzählen, du, hey, ich habe da Daten und ich habe das eingereicht und so, dann tut er sich eine Gefahr aussetzen, wo wir als Swiss League Betreiber, wir haben keinen Einfluss darauf, was er den Leuten erzählt, oder? Und er muss sich auch immer bewusst sein, löst sein Handeln vielleicht rechtliche Schritte aus von irgendwelchen Gruppen, also wenn er anfängt Daten einreichen, wo irgendwie rechtlich relevant sind, dann gibt es vielleicht gegen ihn irgendwann auch das Verfahren. Oder was löst das aus? Eben, er muss auch wissen, hätten andere Leute Zugang gehabt zu diesen Informationen. Muss ihm auch immer bewusst sein, wenn man einfach der Einzige ist, der im Serverraum irgendwie Zugang hat zu diesen geheimen Daten, dann ist das ein Risiko, oder? Dass die Leute schon von Anfang an wissen, auch wenn wir ihn probieren, so gut wie möglich zu schützen, ihn zur Anonymität zu zwingen, er muss selber auch seinen Teil dazu beitragen. Und dort sind wir halt gefordert, auch auf der Webseite nachher die Leute auch ein bisschen zu informieren, hey, was sind mögliche Gefahren. Dann hat er auch ein technisches Risiko, das wir auch nicht verhindern können. Also, wir müssen ihm auch bewusst machen, sobald er einen Computer benutzt, hinterlässt er Spuren. Also, das wissen wir alle ja sehr gut, oder? Also, wenn er beim Recherchieren von Informationen, oder? Also, wenn er das Zeug schaut, hey, wie kann ich das einreichen, was ist Whistleblowing und so, dann, wenn er das in der Firma im Netzwerk macht, oder? Dann können wir als Administrator schauen und sehen, da der Benutzer, da unser Mitarbeiter sowieso, ist da tagelang am Whistleblowing suchen gewesen und jetzt sind plötzlich Daten weggekommen, wer ist es gewesen, oder? Also, er hinterlässt beim Beschaffen von den Informationen auch, wenn er auf unsere Webseite kommt, Swissleaks.net, oder? Wo nicht, also das ist dann noch nicht dort, wo das Global X läuft, oder? Das ist einfach eine Webseite, die von außen erreichbar ist, ganz normal, wo man dann den Onion-Link findet, um auf dann den Global X-Server zu kommen. Also wenn einer im Internet, also im öffentlichen Netzwerk eine Swissleaks-Webseite besucht, dann ist das registriert. Er hinterlässt Spuren beim Übermitteln von den Daten zu uns und so weiter. Also wir sehen, wir haben hier einen Teil, wo der Whistleblower betrifft, wo wir können ihn von dem nicht schützen, wir können ihn darauf aufmerksam machen, wir können ihn informieren darüber, dass das Gefahren sind, aber wir haben keinen Einfluss darauf. Also das muss man uns einfach bewusst sein, vielleicht tun wir gewisse Leute animieren, um uns Daten nicht zu erreichen, aber wir müssen sie auch dazu eigentlich richtig, ja, offenlegen, was sind seine Gefahren, die er hat. Wo muss er auch bewusst sein, was er sich für ein Risiko aussetzt, wenn er es macht. Eben, es gibt Möglichkeiten, um die sozialen Risiken zu minimieren. Das sind einfach Richtlinien, die man den Leuten dann geben kann. Also, dass sie niemandem die Absicht mitteilen, dass sie beim Beschaffen von den Informationen schauen, dass sie nicht mit einem Badge in den Serverraum haben müssen, rein, der registriert ist, dass sie keine Überwachungskamera hatten, die sie aufgenommen hat und so weiter. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die er hat, den Whistleblower, um sich selber zu schützen. Eben auch technische Risiken minimieren und dort, sage ich auch, muss man den Leuten einfach auch klar machen, dass es hure kompliziert ist, um sich also wirklich wirkungsvoll zu schützen als Whistleblower. Also da müssen wir uns auch keine Illusion machen, dass die Leute, das sind ja in der Regel Laien, die das machen, dass wir die alle dazu bringen, dass die genau wissen, was, also die werden im einen oder anderen Ding einen kleinen Fehler machen. Und mit der auch nicht suggerieren, man muss auch ehrlich sein, also das ist auch von der, das steht auch so auf dem Global X-Projekt und ich glaube, das kann man so ein bisschen weit auch unterstützen, dass man sagt,
Wir müssen den Leuten auch, oder uns selber auch bewusst sein, dass es niemand, jedes Detail weiss, wie genau das Netzwerk funktioniert, wo das die Behörden Möglichkeiten haben, um Daten abfangen, manipulieren, reinzuschauen, was gibt es alles. Also, wir haben vielleicht eine vage Vorstellung von gewissen Sachen, aber im ganzen Detail können wir es nicht garantieren. Eben dann zum Beispiel da unten gibt es auch noch einen interessanten Punkt, dass wenn er uns Daten übermittelt, Word-Dokumente, in diesen Word-Dokumenten hat es auch noch Metadaten drin, also wir wollen vielleicht gar nicht wissen, wer der Whistleblower ist, aber in diesen Word-Dokumenten steht in den Metadaten überall drin, wer der Autor war von diesen Dokumenten. Also eben, das sind einfach verschiedene Punkte, die einem einfach bewusst machen muss. Eben, es gibt da Möglichkeiten, um die Metadaten zu entfernen, dass man sagt, den Leuten sagt, übermittelt sind wir ein Standardformat, dass wir es auch öffnen können, oder? Wir wissen vielleicht auch nicht jedes Dokument dann öffnen. Wir zwingen sie, den Tor-Browser zu nutzen. Dann eben, wir müssen ihnen halt auch klar machen, sie sollten einfach keine Kopien von diesen Daten selber behalten. Dass sie auch im besten Fall nicht einen eigenen Computer und nicht den Computer von der Firma brauchen, um die Daten uns zu schicken. Im besten Fall, also dass sie vielleicht bei irgendeinem bekannten Freund oder so, oder das. Nachdem sie es eingereicht haben, uns Daten wie Global X, vielleicht da noch schnell die Anonymität, wie das gewährleistet ist, sie reichen es uns ein, ohne dass sie irgendeine Daten hintergeben. Sie kommen dann einen achtstelligen Zahlencode zurück, wo sie irgendwo aufschreiben, speichern oder so. Und wir können dann zwar kommunizieren, aber sie müssen aktiv wieder auf unsere Plattform kommen, müssen den Code eingeben und dann können sie sich wieder zu ihrem Dossier einloggen. Und so kann man kommunizieren. Also wir haben keine E-Mail-Adresse von diesen Leuten. Also sie müssen aktiv wieder sich einloggen, um das zu machen. Mit einem achtstelligen PIN-Code? Ja. Okay. Genau. Also es ist ein Zahlencode mit 8 Stellen. Ja. Okay, und... Das ist eine relativ geringe Entropie. Ja, also weißt du, da sind dann... Also wir müssen auch sehen, also man kann dann nicht... Es hat Sicherheitsmechanismen, dass das gelockt wird, dass nicht... Du kannst dann nicht einen Brutforce oder irgend so. Man kann dann einfach die Zahlen eingeben, dann geht es ein paar Sekunden, wenn es falsch ist, nochmal. Und wir haben nicht hunderte von Dossiers drauf, oder? Wir haben vielleicht ein Dossier, das 15 Tage drauf ist, ja, oder? Ja, aber das ist ja jetzt, also ihr wollt ja jetzt was anfangen. Ja. Das wird ja, wenn das so klappt, wie euch das vorstellt, irgendwann ein bisschen mehr sein. Und also wir wissen ja jetzt schon seit Battery More Stable in XKCD, dass statt einem achtstelligen Zahlencode, wenn du sagst, die Leute kennen sich ja nicht gut aus, sagst du halt, gibst du ihnen halt einen Satz. Ja. In der Schweiz gibt es Kühe auf der Alm und der Käse schmeckt ganz gut und hat lauter Löcher. So, das ist ein tausendmal besseres Passwort als eine achtstellige Zahlenkombination und die Leute können sich es besser merken. Ja, also die Idee ist halt dort, einfach nur um die Idee, dass sie es speichern können. Die Idee ist, warum das ein achtstelliger Code ist. Sie möchten es einfach, dass es wie eine Kreditkartennummer ist, dass jemand aufschreiben kann. Also die Idee ist, wenn es eine Suche oder so. Aber das stimmt natürlich, dass ein Satz raus wäre. Eben, ich komme eigentlich. Wir können nachher gerne Diskussionen öffnen. Das ist die letzte Folie noch, der Abschluss eben. Und wir sagen, darum, aber ihr seht, wir haben Risiken, die wir nicht den Whistleblower davor schützen können. Die Plattform, so wie sie, und es gibt auch Sachen im Netzwerk, wo wir nicht hundertprozentig alles garantieren können. Die Plattform ist nach dem heutigen Stand des Wissens, also sie schreiben das selber auch, safe enough, also sicher genug, dass wir mit gutem Gewissen da anstehen und sagen, wenn ihr uns Daten einreicht, in 99% der Fälle passiert euch nichts als Whistleblower. Logisch, es ist auch ein bisschen von der Brisanz der Dokumente abhängig, die eingereicht werden. Aber der Whistleblower selber, und das muss man sich auch ganz klar bewusst machen, ist gar nicht mehr, nachdem er Daten uns gegeben hat und er sie selber gelöscht hat, ist er nicht mehr das attraktivste Ziel. Weil wir übernehmen das. Wir sind nachher die Personen, die ihm unter Druck stehen. Wir haben die Daten, wenn es Leute gibt, die nicht wollen, dass die veröffentlicht werden, müssen sie zu uns kommen. Sie müssen uns unter Druck setzen.
als Betreiber, weil die Daten sind bei uns und nicht beim Whistleblower. Und das ist sicher auch einer von seinen grössten Schutzmechanismen, den er hat. Er hat keine Daten mehr. Selbst wenn ein russischer Schlägertrupp bei ihm heimkommt und sagt, gib mir die Daten an, muss er sagen, ich kann es gar nicht mehr, gehen Sie zu Swisslinks vorbei. Und das möchte ich euch einfach in Erinnerung rufen, dass das dann auch so läuft. Und übrigens auch der 6, also der 8-stellige Code ist ja auch so, wenn einer einkommt in das System, dann sieht er zwar, dass es ein Dossier gibt, er sieht nicht, wer das eingereicht hat, er sieht, dass Informationen dort drin sind. Die Informationen sind aber vielleicht schon lange abgeholt worden, unterzwischen von einem Receiver. Er kann die dort nicht löschen. Also, es ist nicht so mega schlimm, wenn einer so ein Dossier mal anschauen könnte. Es ist nicht so schlimm. Also, du hast ja vorher gesagt, die Dokumente sind viel Metadaten. Ja, jetzt zum Beispiel. Also, ja. Ich kann ja eigentlich korrelieren, schlussendlich. Wenn man sagt, es sind die Firmen involviert und ja, einfach mit dem Kontakt herstellen. Also, ich finde es jetzt besonders sehr heikel trotzdem. Ja, eben. Da, also, und da können wir auch noch, darum sage ich am Suchen sicher genug auch. Es ist eh so, im Fall von einer Whistleblowing, dass die Quelle irgendwann bekannt wird, ist in den meisten Fällen so. Weil irgendwann ist er entweder Teil von dem, ganze Konstrukt. Man muss Rückfragen zu ihm nehmen, um zu verifizieren, ist das wirklich wahr, stimmt das nicht, hast du noch mehr Informationen, noch andere Informationen. Also eben, darum kommen wir nochmal zur Folie, vielleicht hier am Anfang zurück, oder? Wo von der Geschichte von Quadroni. Wir können eine Anonymität, eine hundertprozentige Anonymität von diesen Leuten können wir nicht garantieren mit dieser Plattform. Das ist, weil er sich selber gewissen Risiken aussetzt. Aber was wir verbessern können, und das ist, glaube ich, schon recht viel, ist, wir können schauen, dass die Personen am Schluss nicht irgendwie von Polizisten verhaftet werden, dass sie in die Psychiatrie müssen, dass sie zum Spielball von der Öffentlichkeit werden. Und wir geben die weiter die Daten und die Person bleibt länger und besser geschützt, wenn er das macht. Und das ist das, was wir verbessern können. Aber wir können nicht eine hundertprozentige Anonymität denen garantieren, weil sie sich selber Risiken aussetzen. Ja, also so einfach ist das Ganze natürlich schon nicht. Also ich meine, also gerade was, wenn du das Risiko als Mittel einschätzt, ist mit der Plattform, oder? Und dann sagst du, ich kann nicht alles verstehen, dann ist die Realität einfach so, dass sie gar nichts versteht auf Ebene von der Hardware. Also ich meine, Entschuldigung, also wir haben da recht fundamentale Sicherheitslücken gerade am Laufen. Also da irgendwie können wehren, dass man die chinesische Hardware im Griff hat oder so, ist schon ein bisschen schwierig. Das ist mal das eine, so auf Seite Server. Und dann gibt es natürlich auch noch Lücken, die nicht nur Zero Days sind, sondern quasi minus 5 Jahre Days oder so. Also, zum Beispiel Eternal Blue. Also da kann man auch jahrelang gezielt unter so eine Leaking-Plattform, sprich ein attraktives Ziel, gezielt auseinandernehmen. Als Geheimdienst zum Beispiel. Also das wird sicher im Fokus gerade so etwas. Und dann, was natürlich die Quelle selbst betrifft, ich habe natürlich noch ganz viele andere Fehler gemacht. Also Beispiel Reality Winner, oder hat da irgendwie so ein NSA-Dokument irgendwie ausgedruckt bei der RSA. Die RSA hat sofort können ermitteln, es haben nur 6 Leute das angeschaut, eine hat es ausgedruckt, oder jemand hat es ausgedruckt und dann hat es dann zugegeben. Also die Firmen, die schauen ja alle Zugriff. Also wir müssen davon reden, was für Dokumente jetzt da rein sind. Oder wenn du in einer ABB oder irgendwie was einfach so ein Dokument ausdruckst und dann mitnimmst oder so, dann wissen die recht schnell, wer das ist. Und dann geht da das, was du versuchst zu verhindern, geht natürlich trotzdem los, oder? Später spät. Also, und der Punkt ist halt, wenn, das ist das, was dann halt auch uns ein bisschen aufgeregt hat, und das im Zusammenhang mit dem CCC dann irgendwie noch in Verbindung gebracht wird, oder? Dann sind wir, wie viele Menschen leben ab einem gewissen Punkt verantwortlich, wenn es einfach alles schief geht. Das machen wir einfach nicht so ziemlich. Okay, also das sind jetzt ein paar Fragen. Also die Geschichte mit dem CCC, ich möchte euch bitten, wir haben jetzt das geändert. Also eben, wir können es jetzt nicht mehr löschen. Es ist heute noch Präsident des CCC oder so. Das macht niemand von uns übrigens. Wir haben ja Präsidenten. Wir sind halt im okay, ja. Sagen wir es so, wir werden uns vielleicht jetzt heute nicht einig werden über all diese Details. Aber bleiben wir bei der Plattform jetzt heute da. Wir können nachher an der Generalversammlung, wo wir unser Aufnahmegesuch werden stellen, noch darüber diskutieren, was jetzt mit dem CCC so ist und was euch nicht passt. Heute möchte ich noch das machen. Nach dem Nachmittag bin ich gerne bereit, da auch noch die Stellung nehmen. Aber schon wieder das Zeug startet. Nein, eben, es ist, wie du sagst, es ist wirklich so, wir eine hundertprozentige Sicherheit können wir nicht garantieren. Aber wir müssen auch ein bisschen Risikoabwägung machen.
Was ist denn genau so? Das Menschenleben. Das ist risikoabhängig. Um Menschenleben geht es. Ist vielleicht zu extrem. Wir müssen nicht nur das Extrem anschauen. Wir werden auch Informationen haben, die nicht so das Extrem betreffen. Ja, eine andere Frage. Ja. Was liegt für euch eigentlich drin? Also ich meine, es gibt ja viel Aufwand, die ganzen Server betreiben und die Dokumentation zu kontrollieren. Wir müssen die ganzen Dokumente sichten und ausfiltern und so. Was ist für euch schlussendlich drin? Ich meine, ich mache das einfach nur, weil wir gute Menschen sind oder so. Ja, also das ist ja Seite von der Campax, oder? Die Campax ist ja eine progressive Kampagnenorganisation. Und sie haben das Interesse auch also sie brauchen auch immer Leute, die Initiativen zeigen und Ideen bringen. Also das ist eine Möglichkeit, etwas, dass die Leute auf Missstände aufmerksam machen können, sei das im Umwelt, sei das in einem sozialen Thema oder auch ganz etwas anderes, kommen sie so auch einen Kanal über zum Themen können. Können überkommen und auf Missstände. Also die Idee ist, wir möchten mehr Informationen haben, wir möchten mehr können auf Missstände auch aufmerksam machen. Das ist die Intuition. Wie macht denn Campax ihr das Geld? Also ich kenne nicht. Muss ich, dann weiss ich. Also Campax gibt es seit 1,5 Jahren. Am Anfang haben wir so 2-3 Grossspender gehabt, die das möglich haben in der Stadt. Die jetzt sind wir intensiv daran, um Fördergelder zu beantragen. Und mittel- bis längerfristig ist das Ziel, dass das ein Verein ist, der sich selber finanziert durch Spenden. Und das Kampagnenverbot? Das ist, also, das ist personell nicht unabhängig davon. Es sind zwei Gründer, die das Kampagnenforum führen. Das sind Gründer von Campax. Jetzt, am Anfang haben wir noch viel. Können wir nur die Infrastruktur auf dem Kampagnenforum nutzen. Aber sonst ist es prinzipiell wie sind es zwei verschiedene Sachen. Das Kampagnenforum ist ein, man kann sagen, es ist wie ein PR-Beratungsfirma für die NGOs. Also die machen auch, das ist dann mehr, das ist ein Dienstleister. Und Campax macht selber Kampagnen, eigene Kampagnen. Also, wenn ich jetzt als... Ja, zuerst du. Ja. Du bist zuerst. Also, wenn ich jetzt als Projekt richtig verstehe, gibt es da die Plattform Globalix, das ist eine Open Source Plattform. Mhm. Und ihr betreibt die einfach als eine Instanz in der Schweiz. Macht ihr auch gewisse Programmierarbeiten darauf nach? Oder? Nein, also der GoCom ist fix fertig eigentlich geliefert. Oder? Wir installieren das. Wir tun nur den Server betreiben, die Updates schauen, dass der sicher betrieben wird. Aber am Global League selber nicht. Das wird programmiert und gewartet durch die, wie heisst sie da, in einer Stiftung, also eine Pressefreiheitsstiftung, wo in ihrem Interesse ist, dass eben auf Missstände hingewiesen werden können, dass auch Whistleblower-Schutz gibt, eine Stiftung, die das entwickelt, dann rausgibt mit verschiedenen, sie kümmert sich um die Sicherheit, um die Sicherheitsaudits, oder, dass die gemacht werden. Das ist eigentlich, wir betreiben die Plattform und schauen, dass der Server sicher betrieben ist. Okay, also das heisst auch, der achtstellige Code ist von Globalix, so etwas, was ich sage, genau. Sage ich sicher. Ja. Das heisst, wenn mal eine Frage dort wäre, müsste man vielleicht mal halten. Ja, müsste man mit denen zuerst. Genau. Okay. Ja. Eben, wenn ihr da Unterlagen bekommt, die sind ja in den meisten Fällen nicht so offensichtlich, dass man ein Foto hat, wo man sieht, dass einer den Giftabfall in den See reingibt. Das heisst, man braucht eventuell auch Leute, die kompliziertere Sachverhalte können anschauen können, bevor man sieht, wie viel ist da tatsächlich dran. Habt ihr da irgendwie eine Lösung? Wer ihr da involviert, um da, weiss ich, umfangreiche Finanzunterlagen oder so anzuschauen? Also eben, wir haben die 20 Volunteers und da kann man sagen, also dort hat es wirklich von Professoren von der Universität dabei, oder? Das kann man so sagen, bis zum einfachen DJ. Oder? Und es ist klar, jedes Dokument, das eingereicht wird, jede von diesen 20 Personen hat vielleicht ein bisschen eine andere Ansicht und Meinung, wie man mit dem soll verfahren. Und darum ist es auch wichtig, dass ein, zwei Leute die anschauen, also fachlich, aber auch halt
eine Abwägung, was passiert mit diesen Daten? Können wir das rausgeben? Ist das überhaupt im öffentlichen Interesse, die Daten? Und dort kommt man einfach in einen Spielraum hinein, wo extrem eben in das Ethische, Moralische, darum ist jetzt auch jemand da so ein Ethikkodex am Entwickeln für das Projekt, oder dass man auch sagt, hey, wenn da einer einfach irgendeinen will anschwärzen und schlecht machen, dann rühren wir, dann machen wir mit diesen Daten nichts. Eben, wir entscheiden halt, und das ist vielleicht ein Unterschied zum Wikileaks, wir entscheiden, was dann mit diesen Daten passiert. Geben wir die nur einfach an einen Staatsanwalt, weil das einfach etwas ist, wo nur die angeht. Muss das an die Presse gehen oder geht das an eine Weko und muss nichts mit der Presse tun? Und dort also gerne, eben jeder von euch ist aufgefordert und auch wir sind zufrieden und würden uns freuen, wenn auch der eine oder andere sich würde in diesem Projekt engagieren und sich als Volontär würde melden. Also, ja. Ich würde ganz schnell beim Volontier-Thema nachhaken. Also, es sollte auch nicht so eine Ekonomie-Veranstaltung sein. Also, gerade wie du gesagt hast, vom DJ bis zum Rechtsanwalt. Es gibt auch verschiedene Aufgaben, die man machen kann. Und ich meine, das Wichtigste an der ganzen Plattform ist jetzt Vertrauen. Nicht nur vom Whistleblower zur Plattform, sondern auch untereinander. Also, nehmen wir nicht einfach blauäugig. Dann wir gerade sofort alle Geheimnisse mit allen offenlegen. Also, das ist schon auch, ist uns auch bewusst, dass. Ja. Zuerst sind schon 3 Jahre gemacht. Also, meine Frage zielt im Prinzip in die gleiche Richtung, nämlich wie man damit umgeht. Also, haben wir jetzt gesehen in 12 Jahren Erfahrung mit Leaks, inwieweit man die Situation verändert durch den Leak oder nicht, um das jetzt mal neutral zu formulieren. Also, und das Problem ist, man kann sich dem auch wirklich erst richtig stellen, wenn man dann etwas in der Hand hat, anhand des konkreten Beispiels. Mhm. Aber in dem Fall habt ihr das ja wahrscheinlich auch einigermaßen auf dem Schirm, dass das unter Umständen ein Problem wird. Und ja. Man nicht weiß, was jetzt die ethisch korrekte der Way to go ist. Genau. Ich glaube, bei dem Punkt ist wie auch ein Unterschied zu jetzt Medienplattformen, die Leaks entgegennehmen. Zu Kampfplatz ist es, dass wir ein mehr Narrenfreiheit haben. Also, das ist dann nachher das Risiko von unserer Organisation, was man daraus macht. Aber wir sind genug, ich würde sagen, mutig, auch, also wenn man wirklich daran glaubt, auch vorzupreschen, auch wenn es nicht alles 100% liegt. Man wird dann auch unter Umständen kriegt man etwas geleakt, damit man das dann damit vorbricht und man merkt erst später, was man damit angerichtet hat und so weiter und so fort. Ne? Also behaltet das bitte im Kopf. Genau, und das ist ja nicht nur bei der Leak-Plattform zu sehen, sondern also jetzt, gerade unsere Organisation lebt davon, dass man viele Vorschläge auch wirklich von den Mitgliedern bekommt. Und das ist eine Gefahr, wo man muss bewusst sein, dass man auch die Stimme passiert hat. Gut, du hast auch noch eine Frage? Genau, meine Frage ist, ihr habt 20 Receiver und so wie ich das verstanden habe, kommen alle Receiver? Nein, also die kommen zuerst an euch, oder? Sie werden das beurteilen, welche von diesen Receiver ziehen wir da dazu bei. Also ist das wer genau entscheidet, welcher Receiver jetzt... Das entscheidet ihr in der Kampagne. Sie kommen die Daten zuerst über. Wir möchten unsere Receiver eben auch anonym, möglichst anonym behalten. Also die Leute, die Volunteers, die dort dabei sind, die sollten ein bisschen außerhalb, also die müssen nicht immer an die Öffentlichkeit wie wir da, wo etwas reden, oder die möchten mal, ihr bester Schutz ist auch, wenn wir sie können ein bisschen im Hintergrund halten. Darum entscheiden wir zuerst und schauen dann, welche Leute von denen sind geeignet. Eben, wenn es eine Finanzfrage ist, muss jemand aus dem Finanzbereich, wenn es eine rechtliche Frage ist, und irgendjemand aus dem rechtlichen Bereich ist sicher immer gut. Was ist denn euer Mechanismus, dass die Leute, die bei Kampag sind, die halt eben genau die zentrale Entscheidungsverwaltung haben, während nachher mit dem Ganzen weitergeht? Wie stellt ihr sicher, dass die Leute halt quasi unbefangen sind? Ja, sind wir, also muss man ehrlich sein, sind wir natürlich nicht, oder? Wir sind auch Menschen, wir haben auch unsere Vorzüge und das. Also, darum braucht es einfach 2-3 Meinungen. Aber Unbefangenheit ist, ja, ich meine, Wir sind Leute, wir finden vielleicht, ja, das ist jetzt etwas da vom Blocher, das bringe ich jetzt nicht und das schon. Also, ja, das ist halt auch... Aber ist die Personalunion zwischen Entscheidungsträgern und Leuten, die öffentlich sind, in so einem Fall wirklich angemessen? Wir? Ja. Sollte man das nicht vielleicht trennen?
Ja, also ich esse, also ich beispielsweise empfange keine Daten und ich ist auch nicht in meinem Interesse, die jetzt beurteilen zu schauen. Wir betreiben, wir werden nur, also ich und ein paar Leute aus dem Dunstkreis von unserem Kassclub, der aber nicht den Kassclub selber betreibt, sondern die Leute, wir werden die Daten nicht anschauen. Wir sind nur Teil von diesem technischen Updates installieren Prozess und schauen, dass die Plattform funktioniert. Wer das beurteilt, sind andere, also ich nicht, ich bin nicht moralische Instanz. Ja. Also jetzt schicke ich euch geheime Informationen aus meiner Bude und ihr schickt das vielleicht einem DJ und ich mache mit dem noch vielleicht ein bisschen Kontakt oder verliere meine Anonymität und werde zu einem geheimen Quelle für euch. Ja. Und irgendwann wird öffentlich, dass ihr was von mir habt, ja. Und dann kommt Staatsanwaltschaft oder irgendein Nachrichtendienst zu euch. Ihr könnt euch nicht auf einen Zeugenschutz oder auf einen Pressequellenschutz oder sowas berufen. Also was, auf welcher Grundlage könnt ihr mir zusichern, dass die Dokumente, die ich euch gebe, bei euch bleiben und nicht rausgehe und dass der DJ auch stark genug ist, das zu schützen? Also, ja. DJ, also was sagt ihr mir, dass ich euch da wirklich vertrauen kann? Es geht einfach, also dass du als DJ vielleicht eine Klage mal an den Hals bekommst, ist ein denkbares Szenario. Weil du ja dann die Daten gesichert und weitergeben. Dort können wir einfach nur dich schützen, indem dass es einfach Anwälte gibt innerhalb von diesem Konstrukt, die bereit sind, dich zu vertreten. Für das. Aber du als, musst halt auch bewusst sein als DJ, dass dir das passieren kann. Nein, ihr habt den DJ. Ich bin kein DJ. Aber du bist jetzt der Whistleblower in diesem DJ. Ich bin der DJ. Okay. So, ihr habt den DJ, der meinen Fall bearbeitet. Und dem steht die Staatsanwaltschaft bei ihm vor die Tür und schlagt ein paar alle Geräte, die er hat. Viel schlimmer, die Staatsanwaltschaft stand bei einem Kompax vor der Tür, wo es wissen, wer hat in dem Fall zugegreift. Zum Beispiel. Genau, ja. Und ihr könnt nicht sagen, ich bin Journalist, ich habe Quellenschutz. Das heißt, also, wie könnt ihr mich schützen oder wie könnt ihr mir plausibel erklären, dass ich bei euch an der sicheren Adresse bin? Also eben, einfach aus dem Grund, dass halt Campax als Kampagnenorganisation schon auch, also zumindest der Andi Freimüller, der es betreibt, auch selber schon in dieser Situation natürlich war, dass auch gegen ihn etwas gelaufen ist. Da muss man halt rechtlich, also es gibt einfach Anwälte, die dann dich schützen. Ja schon, aber du musst ihn ja zahlen, oder? Das kostet ja Geld, oder? So einen Prozess gegen den Staat. Auf welcher Rechtsgrundlage soll der Anwalt argumentieren? Ja, das ist halt von Fall zu Fall unterschiedlich. Es ist halt schwierig zu sagen, welcher Fall ist. Oder? Also ist auch die Frage, was gibt man weiter? Also die Diskussion hat ja eigentlich so, dass sie um eine sichere Whistleblower-Plattform, einen Betrieb davon, sichere Plattform. In dieser Diskussion ist plötzlich keine Plattform mehr rum und keine Sicherheit mehr rum. Es ist left as an exercise to the user. Es ist nicht keine Sicherheit mehr, es gibt einfach... Doch, es ist nur noch ein Austausch von Dokumenten, die kann in den meisten Fällen ein bisschen später als sonst schief gehen. Das kann ich auch per E-Mail machen. Oder per im Park treffen. Ja, aber ich sehe einfach nicht mehr. Da hast du die Geschichte. Oder einen wesentlichen Vorteil. Die Geschichte. Dass wir die Leute länger schützen können, dass wir die Informationen an den richtigen Personen zuspielen können, das ist der grosse Verbesserung. Aber das ist nicht der Plot. Warum sagt ihr dann nicht, geht zur Presse, hol dir einen Journalisten, such dir jemanden, oder wir vermitteln dir Journalisten, wenn du eine Frage hast, weil ein Journalist, der kann mich schützen, und zwar viel besser als ich. Das ist auch schon denkt. Es gibt ja schon Kontakt mit... Es ist nicht das Ziel, dass dann alles Campax macht, sondern dass man schaut, was sind wirklich gute Ansprechpartner für ziemliche Probleme. Ja, aber die Dokumente sind ja erstmal bei euch, bevor ihr sie vielleicht einen Journalisten gebt. Also ihr könntet auch ehrlich sagen, wir wollen Leute, die Geheimnisse, die Whistleblower werden wollen, die wollen wir aufklären. Und eine Möglichkeit ist, gute Journalisten zu vermitteln, die Ahnung haben von uns. Es gibt im Fall auch, also die Plattform bietet die Möglichkeit, die anderen Länder wird es so eingesetzt, dass man kann mehrere also Receiver auswählen. Der Whistleblower wählt schon aus, wenn man es schicken will. Das wäre einfach eine andere Idee dahinter. Oder? Also das wäre auch ein denkbares Szenario, dass man nicht angeben, eben, ich schicke es gerade im Blick, ich schicke es dem Weko, ich schicke es dem. Es gibt schon verschiedene. Aber das ist jetzt in unserem Szenario nicht so der Fall, sondern bei uns gibt es halt nur die Zwischenschicht von diesen Personen, die Entscheidungsträger sind, was machen wir mit diesen Daten, die sie plausibilisieren. Eben, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufziehen kann. Das ist eine von diesen Möglichkeiten und wir sind jetzt ganz am Anfang von diesem Projekt überzeugt, dass das ein guter Weg ist. Vielleicht stehen wir in einer
nächstes Jahr wieder da und sagen, hey, wir haben das Prozedere ein bisschen anpassen, wir haben auch gemerkt, es ist besser, wenn wir so intensiver mit dem oder das oder so machen. Das ist ein Prozess, oder? Dass wir können jetzt das... Aber nochmal, wieso soll es denn ein IT-Projekt sein? Das ist ein Prozess. Ja, heute funktioniert die Welt doch einfach digital, oder? Wir sind heute halt nicht mehr mit dem Briefpost unterwegs und darum braucht es auch ein System, das den heutigen Bedürfnissen entspricht, den Leuten. Sie nehmen ihre PDF, sie müssen doch die nicht ausdrucken. Sollen sie es aus? Sollen wir denen sagen, drucken sie aus und schicken sie uns ein? Es gibt Dokumente, die kann man gar nicht ausdrucken. Wahrscheinlich sicherer im Möglichen. Aber es ist nicht möglich. Aber es ist nicht möglich. Also wenn du zu NZZ gehst und einen Brief hinein, wie schon die Handy dabei ist es wahrscheinlich sicher, dass es nicht veranstaltet. Ja, aber in vielen Fällen ist das gar nicht möglich, oder? Wenn man von Krankendaten und so redet. Es gibt einfach Sachen, die nicht möglich sind, auf analogem Weg zu übermitteln. Und da bieten wir die Möglichkeit den Leuten, sie können ihre Daten uns trotzdem noch übermitteln, weil es gar nicht über einen anderen Weg überhaupt möglich wäre. Nimm die Postkarte über das Business. Ja. Also, noch ein weiterer Punkt. Und zwar, sagen wir jetzt, das würde ein riesiges Projekt werden, das würde plötzlich tausende von uns und die Plattform nutzen. Und jetzt würde eben irgendeine staatliche Instanz einfach sagen, den Hammer zudrehen und sagen, hört auf damit oder wir müssen eingreifen. Oder? Und jetzt in so einem Fall, oder? Würden Sie das still machen? Können Sie eigentlich jegliche Whistleblower bei euch gerade abfangen? Was garantiert mir, dass das nicht passieren kann? In so einem Fall. Weil ich meine, dann gehen alle zu euch und der kommt nicht mehr raus, weil der die Hand zugetragen ist worden. Ich meine, da sind wir im gleichen Stand wie vorher. Ja, aber weißt, wir sind heute nicht an diesem Punkt. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fan von jedem Szenario, das denken, das vielleicht überhaupt nicht eintritt. Es ist schon jedes Eintreten. Wo bei uns überhaupt eintreten können. Und darum müssen wir einfach realistisch sein. Wir sind jetzt an einem Startpunkt und wir sind noch nicht an dem Punkt, wo uns Zehntausende von Leuten Dokumente übermitteln. Und wenn wir dann dort sind, dann haben wir auch viel mehr Ressourcen, dann haben wir mehr Möglichkeiten. Wir haben finanzielle, personelle Leute, die bereit sind, für das Projekt etwas zu machen. Jetzt haben wir das noch nicht, weil es läuft. Vielleicht läuft gar nichts drüber. In anderen Ländern gibt es die Plattform auch. Es läuft. Woher soll das Geld kommen? Ich meine, die Presse verdient immer weniger Geld. Und wir haben ja, also eben finanziert wird es ja durch Spenden. Ja. Die Plattform, also die Leute, der Quadroni, haben wir gesehen, hat 262'000 Franken bekommen, weil die Leute finden, es ist eine gute Sache, dass die Leute auf Missstände hinweisen. Und das ist ein Bedürfnis von der Öffentlichkeit, das wir befriedigen können. Und darum rechnen wir auch damit, dass es Geld gibt. Es würde auch Spenden geben, wenn unsere Plattform auf Missstände kommt. Wer hat hier Blick gemacht, Spender? Also die Spender? Nicht, aber die Anzahl Gelder, die einkommen. Es geht uns nicht darum, irgendwelche Geld abzuziehen. Also die Spender, die in das Projekt eingehen, dass die Firma Campax wird wirtschaftlich überprüft. Also Gelder, die projektbezogen gespendet werden, müssen auch für das Projekt aufgewendet werden. Also wenn du für das Swisslinks-Projekt Campax Geld gibst, dann geben sie das nicht für ein anderes Projekt aus. Sie müssen das projektbezogen einsetzen. Wer berät euch in Fragen von Sicherheit? Jetzt nicht nur Programme, sondern auch Prozesse, abgesehen von Manpages. Ja, eben, also Leute, Fachleute von diesen Volunteers sind 20 Fachleute. Also wer berät euch für die Sicherheit dieser Infrastruktur und der Prozesse, die ihr braucht? Eben, die von diesen Volunteers Fachleute. Oder hoffentlich auch, darum sind wir ja heute auch da, weil da hat es viele Fachleute auch drinnen, die vielleicht bereit sind, sagen nicht nur schwarz malen und sagen, wir können es nicht sicher, bitte, wir können es gar nicht machen, sondern wir sagen, hey, wir können uns das Beste dazu geben, dass wir eine Plattform haben, wo wir mit einem guten Gewissen den Leuten können sagen, in vielen Fällen, in den 90% von 99% der Fälle, ist das sicher. Aber es wird einfach keinen CCC-Stempel geben, um das geht. Das will auch niemand. Sie sind nicht da, um den CCC-Stempel zu machen. Sollen wir mal die SDA-Meldung zitieren? CCC sorgt sicher mit diesem Punkt. Sorry, das ist jetzt kein... Ja, nein. Das können wir mal wieder angesprochen. Nein, ich habe keine Lust, den Abfall. Nein, ich bin zu ruhig. Wir haben jetzt deine Schaltplatte. Nein, da geht es jetzt um Whistleblowing-Passwort und nachher geht es um einen Antrag zum Aufnahmewerden. Genau. Das ist definitiv ein Thema für da und nicht für Lohne. Ich habe eine andere Frage. Du hast es im
Unterschied zu Wikileaks entscheidet da bei euch irgendwie Leute, wer das macht. Also bei Wikileaks ist ja auch ein weißhaariger Australier in einer ecuadorianischen Botschaft, das entscheidet. Also eben dort haben wir ja, wir haben ja mit dem Rudolf Wellmer, ich weiß nicht, ob du seine Geschichte genau kennst, er hat ja dort Wikileaks eigentlich auch noch damals auch ein bisschen bekannt gemacht mit seinem Leak, oder, den er gemacht hat. Er hat ja dann den berühmten Merkel-Brief geschickt und das an Wikileaks geschickt, oder? Und der ist ja so offensichtlich falsch gewesen, die Informationen, die drin gestanden sind. Und er hat das gemacht, eben zum Verifizieren, tut die Plattform einfach alles rausspielen, was reinkommt. Und das ist passiert bei ihm. Er hat einen völligen Fake geschrieben, er hat das geschickt, er hat das einfach auf die Plattform getan. Dann hat er... Ich glaube, dass ich alles Fake jetzt ist auch falsch. Er hat das, ich erzähle seine Geschichte, ich erzähle nicht, das ist alles Fake. Er hat dann aber gemerkt, die veröffentlichen mein Zeug und hat drum, darauf aber dann 5% von seinen Informationen, die er gehört, auf Wikileaks gespielt. Und da kommen wir eben auch noch zu dem Punkt, und das stimmt, wo du sagst, eben Mord oder Tod oder so. Darauf aber, wo er ja 5% von seinen Informationen veröffentlicht hat, von der Bank Julius Baer, hat dort einen Selbstmord gemacht, oder? Von der Bank, oder? Aufgrund auch von dieser Veröffentlichung, aber auch, weil er sonstige Probleme hatte. Und eben, wir befinden uns in einem moralischen Spannungsfeld, oder? Es ist sehr interessant und darum führt es da auch zu vielen Diskussionen. Wir haben bei der Sitzung sehr viele Diskussionen gehabt, einfach um das Ethische, Moralische, wo unsere Messlatte halt von allen Menschen ein bisschen anders ist. Also wenn ich sage Menschenleben, meine ich dann auch nicht nur, dass man gar nicht sterben muss. Es geht darum, dass man einfach eine Existenz ruiniert bekommt oder einfach geächtet ist gesellschaftlich. Ja. Oder es gibt also verschiedene Formen, das kann auch schlimmer sein. Ja. Als gar nicht zu sterben. Ich denke, es gibt verschiedene Arten von Fällen, wie jetzt eben das Beispiel von Cadroni, wo jetzt in dem Fall von der Whistleblowing-Plattform allenfalls kann funktionieren. Da bin ich vielleicht nicht mehr gut drin, das zu beurteilen. Und dann gibt es halt irgendwie Fälle, die einiges grösser sind, wie jetzt eben, sagen wir, ein hypothetischer Skandal, wo die Nationalbank Geld doppelt oder so rausgeben würde und wo halt auf höchstem Level dann vielleicht auch die Bekanntgabe verhindert werden würde. Und gerade im Anfangsstadium, im Minimum, wären wir nicht in der Lage, so einen Fall zu handeln, weil ihr auch gesagt habt, ihr habt in mehreren Fällen Probleme mit Sicherheit, wo ihr halt Leute potenziell eben könntet, die Informationen von diesen Leaks frühzeitig abfangen, halt, weil sie vielleicht könntet Leute unterwandern oder so. Jetzt ist meine Frage, werden die am Anfang zumindest probiert, nur kleinere Fälle zu nehmen? Zumindest einfach mal, um zu sehen, wie das ist? Oder werden die von Anfang an sagen, wir würden nehmen grundsätzlich mal alle Fälle entgegen? Und es kann dann halt filtriert werden. Könnt ihr euch vorstellen, zu sagen, am Anfang machen wir das mal nur mit eben so kleineren Kartellfällen oder so etwas? Also eben. Es ist nicht die Idee, dass wir, das ist kein Versuchsszenario, wir können die Fälle, die jetzt hinkommen, mit dem, das System, das Globalix-System, das ist bewährt, das wird in vielen Ländern, anderen Ländern bereits jetzt eingesetzt. Das ist nicht so, dass das ein Sicherheitsmega-Risiko ist. Ich glaube, es aber auch die ganzen, also du meinst schon mehr Prozesse, oder? Ja, Prozesse. Ich glaube, das Problem ist, wie, eigentlich wissen wir gar nicht, was überhaupt hinkommt. Also. Ja, wir müssen immer mit dem Schlüssel rechnen. Also, genau. Wenn ihr das anbietet, dann. Ja, nein, wir freuen uns ja auch auf die schlimmen Sachen. Und sagen, oh, wahrscheinlich kommt eh kein Sturm. Ja. Also, 6 Jahre Botschaft und Collateral Murder Videos wären theoretisch einfach, müsste ein Scope haben. Weil, ne, da muss man sich drüber überlegen, was mache ich, wenn. Genau. Ja. Zumindest im Ansatz. Ja. Gut, dann eben, wir könnten da, glaube ich, noch stundenlang diskutieren. Ich würde sagen, wenn nicht noch ganz brennende Fragen sind, die jemand noch unbedingt gestellt hat, dass wir jetzt da, wir haben auch schon ein bisschen überzogen, würden irgendwann noch einzelne Fragen haben an uns, bitte gerne stellen. Wenn einer oder andere findet, mal so schlimm ist es auch nicht, würde mich noch interessieren, vielleicht noch mal einen Schritt weiter zu gehen, dann könnt ihr euch auch melden, gerne für Volunteers, wenn jemand sagt, hey, das interessiert mich grundsätzlich, ich möchte auch Teil sein davon. Auch können dann mitreden oder vielleicht auch merken, nein, das kann ich nicht unterstützen. Also gerne, ja. Dann würde ich sagen, danke vielmals. Ich möchte mich auch noch für das Interesse bedanken und eigentlich genau auch die Leute, die sagen, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist die wichtigste Impulse. Also, ja.
Wären wir froh. Ja. Das war's.